Hallo mein lieber Schütze, ich begrüße dich zu der monatlichen Kartenlegung im Monat November. Diese Legung ist allgemein, kann auf dich zutreffen oder nicht. Nimm das, was dir gerade zu deiner Lebenssituation passt und das alles, was dir nicht passt, lass mal auf die Seite. Diese Karten sind schon gemischt, die warten auf die Legung und wir schauen gleich gemeinsam, was die Karten für diesen Monat dir vermitteln möchten. Ich werde die Karten jetzt ziehen. So, hier ist dein Thema, das was dir helfen kann oder im Weg steht, dein Bewusstsein. Dein Unterbewusstsein, das was war, das was kommt, deine Energie, äußere Energie, Hoffnungen und Ängste und die letzte Karte. Die Zukunft für die nächsten paar Wochen. So. Ich tue die Karten einfach so rausziehen. Ich lasse die nicht rausspringen, weil ich kann wirklich meinen Karten das nicht antun. Und ich sehe, dass viele andere machen das, dass sie die Karten rausspringen lassen. Aber irgendwie, ich kriege das nicht hin. Ich muss meine Karte mit Liebe behandeln. Das möchte ich nur so da nebenbei sagen. Und was ich auch bemerkt habe, normalerweise kann sein, dass eine oder die andere Karte auch andersrum kommt. Ja? Wenn ich die rausziehe, kann sein, dass die irgendwo beim Mischen, die wird sich umdrehen und kann sein, dass die dann andersrum rauskommt, dann hat das natürlich andere Bedeutung. Wenn ich die Karten rausspringen lasse, dann kommen die sowieso immer irgendwie umgekehrt oder ja, und ich sehe normalerweise, die werden diese Karten dann immer gerade gelegt, ja, und das natürlich, die Bedeutung ist dann total anders. Also jeder wie man mag, ja. Aber für mich ist es immer diese Art, die Karten rauszuziehen, besser. Und ich muss mich noch erinnern, als ich als Kind war, immer bei einer Legerin mit meiner Mutter. Und die Frau hat ihr die Karten dann gelegt. Also ich muss sagen, sie hat so behutsam mit den Karten umgegangen. Ja, wir müssen einfach die Sachen, die wir haben, unsere Sachen auch pflegen und liebvoll haben, weil die müssen für uns auch dienen und was Karten angeht, ja, da muss schon eine Energie da sein, ja, ansonsten dann klappt das einfach nicht, ja, okay, wir gucken mal, was die Karten sagen. In deinem Bewusstsein. Das ist sehr schön natürlich. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir ach, zwei, was? Da werden Gefühle ins Spiel in diesem Monat. Okay, also dein Thema haben wir zwei der Stäbe. Du hast irgendwelche Idee, irgendwelche Plan. Aber dieser Plan ist noch nicht umgesetzt. Es ist noch in deinem Kopf, aber ist noch nicht ja, im Leben umgesetzt. Das ist die zwei Stäbe und das ist ja, dein Thema, das was dich eventuell in diesem Monat beschäftigt wird. Vielleicht möchtest du versuchen, deinen Plan, den du dir dann irgendwann so langsam ausgedacht hast, endlich ins Leben zu bringen. Das wäre natürlich gut, aber was du vorerst siehst, was du vorerst brauchst, das ist eine Klarheit.
Und diese Karte, die zwei der Schwerter, zeigt, dass du möchtest Klarheit haben über irgendwelche Sachen. Du möchtest auch Frieden endlich bekommen. Und das, was in deinem Leben so nicht gut gelaufen ist oder irgendwelche Reibungen waren, irgendwelche Sachen, die nicht für dich klar waren, die werden diesen Monat endlich klar sein. Und dann wirst du wahrscheinlich deinen Plan, was du dir ja ausgedacht hast, wirst du dann besser umsetzen können mit dieser Klarheit. Weil diese Karte, die zweite Schwerter, die sieht nur so grausam aus, aber die ist nicht so. Normalerweise, das ist eine Karte, die zeigt Frieden. Ja. Hier sieht man, dass diese junge Dame, die wird befreit, die wird endlich ihre Freiheit bekommen und sie wird auch manche Sachen klar sehen können. Und bei uns ist es auch manchmal so, dass wir aus Gründen wie immer etwas nie sehen. Und dann, wenn wir das endlich sehen, dann sagen wir, ja, genau so ist es. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum. Und ich habe nicht das klar sehen können. Ja, und irgendwann kommt die Klarheit. Und bei dir kommt es wahrscheinlich diesen Monat auch. In deiner Vergangenheit hast du hier Königin der Schwerter, eine sehr schöne Karte. Also ich mag die Karte, weil die zeigt eine stolze Frau, eine selbstbewusste Frau, eine Frau, die weiß, was sie will und sie ist sehr unabhängig. Ja, sie hat etwas erreicht, sie hat auch Kampf hinter sich. Diese Karte zeigt aber nicht sehr viele Gefühle. Ja, man sieht hier auf dieser Karte, dass da unten der Kelch rechts unten, der ist gesperrt. Ja, also mit Gefühle hat diese Karte nicht viel zu tun, aber mit sehr viel mit dieser Unabhängigkeit. Ja, das ist auch so eine Energie, die ist sehr präsent, wenn diese Person irgendwo auftritt, da alle gucken, ja, weil das ist so eine stolze, sehr dominante Persönlichkeit. Und das war, du hast so eine Phase gehabt in vergangener Zeit, was nicht schlecht ist, weil diese Phase hat dich wahrscheinlich zu diesem Plan hier gebracht, zu dem, was du heute bist auch, ja. Und ja, wir brauchen die Stärke, das ist sehr wichtig. Wir brauchen diese Unabhängigkeit auch. Und wenn wir das erreichen, das ist natürlich für mich persönlich, das ist ein großer Erfolg, weil wir wissen dann ganz genau, was wir im Leben erreichen möchten und wie wir weiterleben sollen. Ja, natürlich, wie gesagt, da sind die Kelche, also die Gefühle sind gesperrt. Aber das ist vorübergehend, das kommt noch. Und da sehen wir gleich Ass der Kelche, Ass der Kelche. Natürlich, was kann Schöneres sein, wenn nicht diese Karte? Das ist ein neuer Anfang, ein positiver Anfang und das ist Glückskarte, die zeigt eventuell ein neues Beginn in deinem Leben, ein Liebesbeginn, ja? Und das ist dein Bewusstsein. Das nimmst du sehr wahr, das möchtest du haben. Vielleicht ist schon etwas schon passiert bei dir für diejenigen, die Single sind. Vielleicht hat sich jemand gezeigt und hier sehen wir die äußeren Einflüsse. Äußere Einflüsse natürlich, das sind die Menschen, die wir um uns haben, ja. Und da will jemand mit dir, sag ich, gehen, so wie die Nena immer gesungen hat, ja, möchtest du mit ihr gehen oder so ein Lied. Ja, man sieht hier, da will jemand einfach mit dir eine Beziehung eingehen, auf ja, diese Augenhöhe, ja, das ist nicht mehr und nicht weniger von dir nicht und von deinem Gegenüber. Also so, derjenige wünscht sich das und er hat wirklich sehr, sehr viele ehrliche Gefühle was zu dir, ja.
Hier muss ich sagen, da haben wir deine Energie und hier haben wir acht der Kelche. Und diese Karte zeigt Enttäuschung, aber ja, wahrscheinlich, weil du damals irgendwie was Enttäuschung auch so ein bisschen Trägheit, also du bist jetzt momentan nicht so. Du möchtest das, das ist in deinem Kopf, du bist eigentlich bereit, aber etwas bremst dich noch, weil du hast wahrscheinlich was erlebt, da ist etwas, irgendwelche Hindernis, ja, vielleicht hat das mit der Vergangenheit zu tun, noch, vielleicht ist die Klarheit noch nicht ganz da, weil du gehst weg, du lässt die Gefühle, ja. Es kann sein, dass du die Gefühle von dieser Person gar nicht einnimmst, aber du möchtest es haben, ja, weil hier haben wir und hier diese Karte, die für dein Glück spricht und hier haben wir noch 9 der Stäbe und dein Unterbewusstsein zeigt auch die Stärke, dass du alle Hindernisse, die da auf deinem Weg kommen, wirst du auch wegschaffen. Du hast die Stärke. Ja, du möchtest auch hier in deinen Hoffnungen, da möchtest du auch eine Vollendung haben. Du möchtest etwas beenden, endlich, um was Neues anzufangen, um sich was und um sich freuen. Ja, du möchtest eine Phase in deinem Leben abschließen mit Freude, mit Feiern, weil für dich ist es eine gute Phase. Und ja, du möchtest auf jeden Fall sich freuen im Leben, ja. Und es kann sein, dass hier wird einfach eine, wenn du eine Beziehung hast, wenn du in einer Beziehung bist und noch nicht verheiratet bist, vielleicht wird die nächste Phase sein, vielleicht eine Verlobung, Heirat und so weiter. Für diejenigen, die schon länger in einer feste Partnerschaft sind und sogar verheiratet, da gibt eine neue Phase, ja, noch mehr Stärke in die Beziehung, noch vielleicht eine neue Form wird hier geben, weil ich muss sagen, da wird was verlassen. Du wirst hier eine, bist du wie gesagt, ein bisschen träge, was die alte Sache angeht. Du möchtest was Neues. Du möchtest eine neue Phase in deinem Leben, was die Gefühle angeht. Ja? Ich muss kurz aufstehen. So. Und. Ja, und hier hast du auch schon den Plan wahrscheinlich, ja. Nur dir, du brauchst noch die Klarheit über die Dinge. Und der Plan ist schon da, aber du brauchst noch die Klarheit. Und wenn du das bekommst, dann vielleicht wirst du alles ein bisschen in Rollen bringen, ja. Jetzt gucken wir die Karten hier. Und da haben wir für die Zukunft sind die Karten sehr gute Karten, muss ich sagen. Hier haben wir die Ausgleichung, Kraft, eine sehr gute Karte. Und hier haben wir 7 Münzen. Da sieht man auch, da wurde schon was eingepflanzt. Ja, 7 der Münzen. Hier sieht man, die wurden die kleinen Münzen eingepflanzt. Und man wartet, bis das jetzt wächst. Ja, es geht um die Liebe wahrscheinlich. Ja, um diese Partnerschaft. Das muss wachsen, das muss eine neue Etappe haben. Und da langsam, langsam, aber sicher möchtest du das erreichen und wirst wahrscheinlich auch erreichen, weil hier sieht man auch, dass da wächst schon langsam was. Nur das braucht natürlich Zeit. Und hier haben wir die Ausgleichung. Da. Die Karten kann man super gut miteinander verbinden, weil diese Ausgleichung, das zeigt auch Kraft, Stärke. Aber wenn diese Balance da ist, ja, in die Ruhe liegt die Kraft,
Also eine sehr, sehr positive Karte, und du wirst auch daran arbeiten, um diese Balance in eure Beziehung zu bringen. Aber ich muss auch sagen, nochmal zu dieser Karte, dein Partner, der wünscht sich das auch. Der wird auch in diese gleiche Richtung arbeiten, dass eure Partnerschaft diese gleiche Stärke hat von dir und von ihm. Das wird so ein bisschen, wie man sagt, geben und nehmen, dass diese Eigenschaften, was du hast, du setzt in diese Partnerschaft, und die, die er hat, auch, und das tut sich dann ausgleichen, ja? Das ist immer so, wenn eine kann das, der andere kann was anderes, und das muss harmonieren. Und das bei euch wahrscheinlich wird auch ganz gut, ja, ganz gut passen. Vielleicht ist es jetzt schon, aber hier sieht man, da wird man wahrscheinlich deutlicher das sehen, das beginnt die Klarheit hier, dass das zwischen euch das harmonieren kann. Dass das eine positive Entwicklung nach vorne geben kann, diese Partnerschaft. Ja? Ich ziehe noch drei Karten für dich zum Klärung von deiner Zukunft. Hier haben wir der Stern, schon wunderbar, eine tolle Karte, Wunscherfüllung. Hier haben wir sieben der Kelche, und hier die sieben der Kelche ist eine Karte, die kann ja zu auf kleine Störungen hinweisen. Aber, warte mal. Hier haben wir noch die Stärke, nochmal diese gleiche Karte. Also die Kraft wirst du schon haben, ja, für diesen Monat. Also du wirst dich durchsetzen können. Diese Karte, die zeigt ja so eine kleine Störung, kleine Blockade, aber das kann mit dieser Karte Ackermann verbinden, ja, mit dieser von dir, diese Trägheit, wo ich dir am Anfang schon gesagt habe, du bist ein bisschen träge, was das angeht. Du möchtest, du bist bereit, du hast die Gefühle und so weiter, aber du tust manche Sachen hinter sich lassen, manche Gefühle, weil das passt einfach nicht. Das ist nicht so, wie du sich das fühlst, und vielleicht brauchst du einfach neuen Weg, ja. Und deswegen hat sich die Karte eventuell deswegen hat sich hier gezeigt. Aber wie gesagt, wenn du diese Klarheit bekommst, was du wirklich willst, dann steht da nichts im Wege. Hier hast du auch die Stern. Ganz tolle Karte, die zeigt Wunscherfüllung, und ja, natürlich mit der Verbindung mit dem Ass der Kelche eine ganz tolle Sache. Ja, auch die dazu. Also die alle Karten, ich finde, die Karten sind sehr, sehr gut. Ja, auch wenn diese Karte und die zeigen diese kleine Störung. Aber wie gesagt, das ist einfach so, weil du brauchst die Klarheit, die du vorerst nicht gesehen hast. Und wenn du die bekommst, dann wirst du wissen, ja, jetzt weiß ich jetzt, ja, das ist halt so, jetzt bin ich überzeugt, und jetzt kann ich endlich meine Pläne umsetzen und den nächsten Schritt in meinem Leben machen. Aber ich denke, bei dir, das hat sehr viel mit der Liebe, mit der Partnerschaft zu tun, und ich hoffe, das wird bei dir sich sehr gut entwickeln. Ja, ich ziehe für dich noch eine Orakelkarte. Gucken wir, was die sagen. Was die sagt, weil das wird eine. Und hier haben wir Mut. Ja, das ist eine sehr schöne Karte, weil die zeigt, dass man einfach im Leben auch Mut zeigen muss, wenn man irgendwelche Pläne hat, wenn man irgendwelche Vorhaben hat, was du hier auch in dieser Karte zeigst, was bei dir sich in dieser Karte zeigt, ja, und das ist natürlich dein Thema. Dann kann man die Karte dazu noch verbinden, weil du brauchst die Mut, um diese Pläne ins Leben zu bringen. Und natürlich manchmal muss man auch riskieren, ja, wie diese Frau hier auf dem Bild
Sie bewegt sich auf so eine ganz dünnen Seil. Ja, aber sie weiß, dass ihr passiert nichts, war nichts passiert, weil sie hat hier den Mond, glaube ich, oder die Sonne, ihr Mond hier, der sie dann oben hält, ja. Und sie hat diese Sicherheit. Deswegen, du brauchst, auch wenn du mutig wirst, brauchst du trotzdem diese Sicherheit, also Klarheit, ja, Stärke und auch die positiven Menschen um sich. Und dann werden deine Wünsche auch in Erfüllung kommen, ja. Aber man kann sich nicht einfach so in eine Sache einstürzen und nur denken und glauben, dass das alles gut wird. Also eine gute Vorbereitung ist, wie sagt man, 50% des Erfolges. Ja, deswegen wünsche ich dir sehr viel Liebe in diesem Monat und sehr viel Mut, ja, mit Absicherung, dass du deine Pläne und Träume verwirklichen kannst. Also, dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.